und hör nicht zu lachen, wenn die Volkssoldaten wachen und sie stehen ihren Mann. Denn der Bude ist in Holland, ihren großen Panzerwagen und Schulz muss ich es sagen. Das nächste Lied über einen besonderen Freund von uns. Spinner!
schießen, vergeben und vergessen und vorbei. 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 Schöpfer voll, wurde quasi freigesprochen. Vom falschen Kassenstachel dran, hat er nichts gerochen. Er schrieb die Spione alle Länder zugleich. Besonders die Gestapo aus dem Dritten Reich. Vergeben und vergessen und vorbei. 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 Und jetzt sind wir unsere zweitliebsten Freunde. Und unseren Traum von der Berufswahl verjagen. Okay, zu dem nächsten Lied haben wir vorhin bei Die
Opas erzählen vom Krieg. Die Story erzählt, 86 war das Unglück in Tschernobyl und uns hat es tierisch angekotzt, dass wir in der DDR davon nicht viel erfahren haben. Und deswegen haben wir damals ein Lied geschrieben, 87, Tschernobyl und Bibel spricht, aber unser Stendal nicht. Und in Stendal gab es ein Atomkraftwerk. Und weil es unser erstes Lied war, haben wir die Melodie von einem Coversänger, Trafi Deutscher, benutzt. Gecovert. Ich weiß nicht, wer das Original gespielt hat. Geschrieben hat es Erich Mühsam. Es handelt vom Revoluzzer. Es geht so. We'll be right back.
Früher standen in der Zone die Bands auf der Bühne, haben sich kaum bewegt, haben geraucht und gesoffen. Im Alter braucht man Stühle. Und keiner hat's vier. Schweine, 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 Schweine,
getaner Arbeit. Schuften sie über Watte, Fall oder weh. Und die Münze sind nachgetaner Arbeit. Shanghai. Not you. Wo bist du? Ja! Du bist es, ja. Hallo. Jetzt machen wir mal was ganz anderes, so richtig Konzert-untypisches, nämlich mal ein kurzes Stück aus einem Buch vorlesen. Wir haben es ja schon gehört, dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben. Ich habe das gemacht. Das Ganze heißt Minolpirols, Leben und nicht leben lassen. Der Roman ist jetzt im Mai in Berlin im Klack Verlag erschienen. Und ich bin hier eingeladen worden, heute mal ein kleines Stück draus zu lesen, um euch damit auch einzuladen zu einer Veranstaltung am 10. Dezember im Stadtmuseum. Da werde ich nämlich ein bisschen mehr daraus lesen aus diesem Buch. Und wir haben ja vorhin da oben im Turm schon ein bisschen alte Geschichten erzählt. Und diese Geschichte hier, dieser Roman, das ist eine alte Geschichte, also spielt in der DDR, es geht um eine Punkband zwischen den Jahren 88 und 89, also die letzten Meter der DDR. Und damals gab es eben nicht nur Punks, die Musiker waren oder Abhänger, sondern es gab auch noch ein paar Leute, die sich auch irgendwie eine Platte gemacht haben, die sich irgendwo versucht haben, politisch mit einzubringen. Manchmal waren es ein und dieselben Leute. Und so sind auch diese jungen Leute hier in diesem Buch, die Band, die heißt Minolpirols. Und es gab ja 1989 das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Und kurz danach, im Sommer 89, gab es dann auch eine Aktion in Berlin, die hieß nicht Lauschen für den Frieden, sondern Trommeln für China in irgendeiner Berliner Kirche, ich glaube in der Erlösung war das. Und just in diesem Moment spielt auch diese Szene, die ich hier gleich mal zum Besten geben möchte. Und jetzt der nächste Song über das Idol unserer Jugend. Und man muss zugeben, der ein oder andere irrt sich im Leben. Was gut war!
Okay. Und wir hatten jetzt versprochen, wir haben ganz, ganz alte Songs rausgegraben. Songs, die nur auf einer ominösen Langspielplatte festgebrannt sind. Und wir haben uns gedacht, heute für diesen Abend spielen wir euch zwei von ihnen. Computerlied! Isotopia! Gehabt, der von Auftritt zu Auftritt schmaler und kleiner wurde, weil Kralle immer die Ecken am Bass abgesägt hat, die ihn gestört haben. Und am Ende hat er nur noch so einen Steck gehabt. Aber er konnte wunderbar drauf spielen. Bei den Konzerten sind wir meistens nur bis zum vierten, fünften Song gekommen. Denn dann fiel Bumi. Bumi war unser Schlagzeuger damals und war dem Alkohol nicht abgeneigt. Er fiel öfters vom Schlagzeug. Und dann musste das Konzert beendet werden. Mit der Wende kamen neue Stoffe in unsere kleine DDR. Manchmal, wenn man hier durch die Reihen geht, riecht man es ganz genau. Und wir können euch nur die davor warnen. Genau so fängt's an.
euch Kontinent vorzustellen. Wir haben uns gegründet vor mehr als 20 Jahren und sind daraus hervorgegangen aus den Vereinigten Chaoten aus Jena und zusammengefunden zu der neuen Welt Jena Stadtmusikanten haben sich Ambass Thomas Müller und später kam hinzu an der Gitarre, an die Gitarre. Er rannte förmlich an die Gitarre, wollte Frankfurter sein. Man sieht es heute noch an dem langen Hero, den er nicht mehr stylen kann, weil er so lang ist. Thomas Müller! Und ein würdiger Nachfolger von Bobé, aber wesentlich trinkfester. Und damit hält er immer durch am Schlagzeug. Thomas Müller! Der ständig geduschte Chaot, mein Freund und Brotgeber, Thomas Müller. Gesprächsrunde Opa erzählt vom Krieg Teil 2 und Opa erzählt von früher. Yeah.
Thank you.